Kapitel 3 Tiger, Tiger. Kühner Jäger, sag an, wie die Jagd dir gelang. Bruder, die Nacht war kalt und war lang. Und das Tier, das du dir zur Beute erwählt? Bruder, es grast noch, weil ich es verfehlt. Waren Kraft und Geschick nicht immer dein Stolz? Bruder, sie schwinden wie morsches Holz. Warum eilst du, als wollten die Feinde verderben? Bruder, ich such mein Versteck zum Sterben. Als Mowgli nach dem Streit mit dem Wolfsrudel am Ratsfelsen die Wolfshülle verließ, lief er hinunter zu den gepflügten Feldern, bei denen die Menschen lebten. Doch er blieb nicht dort, denn er war dort noch zu nah am Dschungel und er wusste, dass er sich im Rat mindestens einen bösen Feind gemacht hatte. Also lief er weiter, hielt sich an die einfache Straße, die durch das Tal führte, und lief auf ihr fast 20 Meilen weit im leichten Wolfstrab, bis er ein Land erreichte, das er nicht kannte. Das Tal öffnete sich zu einer weiten, von Felsen übersäten und von Schluchten durchzogenen Ebene. An einem Ende dieser Ebene stand ein kleines Dorf. Von der anderen Seite schwang sich der Dschungel hügelabwärts bis an das Weideland heran. Dort endete er, wie von einer Hacke abgeschnitten. Überall auf der Ebene weideten Rinder und Büffel. Und als die kleinen Hütejungen der Herde Mowgli sahen, rannten sie schreiend davon und die kleinen gelben Hunde, die sich um jedes indische Dorf herumtreiben, bellten. Mowgli ging weiter, denn er war hungrig, und als er den Eingang des Dorfes erreichte, sah er, dass der dichte Dornbusch, den die Menschen bei Einbruch der Dunkelheit vor das Tor zogen, ein wenig zur Seite geschoben wurde. Puh, machte er, denn er war während seiner nächtlichen Streifzüge nach etwas Essbarem mehr als einmal an solch eine Barrikade geraten. Also fürchten sich die Menschen auch hier vor den Dschungelvölkern. Er setzte sich am Tor nieder, und als ein Mann herauskam, stand er auf, öffnete den Mund und deutete hinein, um zu zeigen, dass er etwas zu essen haben wollte. Der Mann starrte ihn an, lief dann auf die einzige Straße des Dorfes zurück und rief nach dem Priester, einem großen, fetten Mann, ganz in Weiß gekleidet, mit einem roten und einem gelben Zeichen auf der Stirn. Der Priester kam ans Tor und mit ihm mindestens 100 Menschen, die gafften und redeten und schrien und auf Mowgli deuteten. »Dieses Menschenvolk hat keine Manieren«, dachte sich Mowgli. »Nur der graue Affe würde sich benehmen wie sie.« So strich er sein langes Haar zurück und sah die Menge mit gerunzelter Stirn an. »Was gibt es hier zu fürchten?« sagte der Priester. »Seht euch doch die Zeichen an seinen Armen und Beinen an. Das sind Wolfsbisse. Er ist einfach ein Wolfskind und aus dem Dschungel entflohen.« Selbstverständlich hatten die Welpen im Spiel heftiger zugebissen, als sie eigentlich wollten, und Moglis Beine und Arme waren deshalb von weißen Narben bedeckt. Allerdings wäre er selbst der Letzte gewesen, der dabei von Bissen geredet hätte, denn er wusste genau, wie wirkliche Bisse aussahen. »Arre, arre«, sagten einige der Frauen, »von Wölfen gebissen, das arme Kind, ein hübscher Junge ist er, und seine Augen sind wie rotes Feuer. Bei meiner Ehre, Messuja, er ist dem Jungen sehr ähnlich, den dir der Tiger entrissen hat.« »Lasst mich sehen«, sagte eine Frau mit schweren Kupferringen an Hand- und Fußgelenken, hob die Hand über die Augen und betrachtete Mowgli genau. »Er ist es nicht«, sagte sie. »Er ist ja viel dünner, aber sonst sieht er genau wie mein Junge aus.« Der Priester war ein kluger Mann und wusste, dass Messua die Frau des reichsten Bauern im Dorfe war. Also blickte er eine Minute zum Himmel hinauf und sagte dann feierlich: »Was der Dschungel genommen hat, das hat der Dschungel wiedergegeben. Nimm den Jungen in dein Haus auf, meine Schwester, und vergiss nicht, den Priester zu ehren, der so tief in das Leben der Menschen zu schauen weiß.« »Bei dem Bullen, durch den ich erkauft wurde«, sagte Mowgli bei sich, »dieses Gerede ist fast so, als würde ich wieder einem Wolfsrudel vorgestellt. Gut, wenn ich ein Mensch bin, dann muss ich eben einer sein.« Die Menge teilte sich, als die Frau Mowgli winkte, ihr in ihre Hütte zu folgen, in der ein rot lackiertes Bett stand, eine große irdene Korntruhe mit seltsamen Mustern darauf, ein halbes Dutzend kupferne Kochtöpfe,
Ein Bild des Hindu-Gottes in einer kleinen Nische und ein richtiger Spiegel, wie man ihn auf den ländlichen Märkten für 8 Cent verkauft. Die Frau gab ihm Milch zu trinken und ein Stück Brot dazu. Dann legte sie ihm die Hand auf den Kopf und schaute ihm in die Augen. Denn sie meinte, er könne vielleicht ihr wirklicher Sohn sein, zurückgekehrt aus dem Dschungel, in den ihn der Tiger verschleppt hatte. Und so sagte sie, Natu, ach Natu. Mowgli ließ nicht erkennen, dass er diesen Namen kannte. Erinnerst du nicht an den Tag, an dem ich dir deine neuen Schuhe gegeben habe? Sie berührte seinen Fuß, der fast so hart wie Horn war. Nein, sagte sie traurig. Diese Füße haben niemals Schuhe getragen. Aber du bist meinem Natu sehr ähnlich und du sollst mein Sohn sein. Mowgli fühlte sich unbehaglich, denn er war noch niemals unter einem Dach gewesen. Doch als er zu dem Stroh hinaufblickte, sah er, dass er es jederzeit zerreißen und hindurchschlüpfen könnte. Und die Fenster waren auch nicht versperrt. Wozu ist es gut, ein Mensch zu sein, sagte er sich schließlich, wenn man die Sprache der Menschen nicht versteht. Jetzt bin ich so ungeschickt und dumm, wie es ein Mensch im Dschungel wäre. Ich muss lernen, ihre Sprache zu sprechen. Während seiner Zeit mit den Wölfen hatte er nicht umsonst gelernt, den Kampfruf der Böcke und das Grunzen des kleinen Wildschweins nachzuahmen. Jetzt wiederholte Mowgli jedes Wort, das Messua sagte. Fast vollkommen, und ehe es dunkel wurde, hatte er schon die Namen vieler Dinge in der Hütte gelernt. Zur Schlafenszeit gab es Schwierigkeiten, denn Mowgli wollte auf keinen Fall unter irgendetwas schlafen, was eine Pantherfalle so ähnlich sah wie die Hütte. Als die Tür geschlossen wurde, kletterte er zum Fenster hinaus. »Lass ihm seinen Willen«, sagte Messuas Mann. »Vergiss nicht, dass er noch nie in einem Bett geschlafen haben kann. Wenn er uns wirklich anstelle unseres Sohnes gesandt worden ist, dann wird er auch nicht davonlaufen.« So streckte sich Mowgli im hohen, sauberen Gras am Rande des Feldes aus. Doch ehe er noch die Augen geschlossen hatte, stieß eine weiche graue Nase an sein Kinn. »Puh«, sagte Grauer Bruder, der älteste von Mutter Wolfswelpen. »Das ist aber ein armseliger Lohn dafür, dass ich dir 20 Meilen nachgelaufen bin. Du riechst nach Holzrauch und nach Rindern, schon richtig wie ein Mensch. Bleib wach, kleiner Bruder, ich bringe Neuigkeiten.« »Geht es einem gut im Dschungel?«, fragte Mowgli und umarmte ihn. »Allen, abgesehen von den Wölfen, die von der roten Blume verbrannt wurden. Aber hör zu, Shere Khan ist fortgegangen, um irgendwo weit entfernt zu jagen, bis sein Fell wieder nachgewachsen ist, denn das ist mächtig versengt. Und wenn er zurückkommt, das hat er geschworen, will er deine Knochen in den Weinganga werfen.« »Dazu muss ich 2 Worte sagen. Ich habe auch etwas versprochen. Aber Neuigkeiten sind immer gut. Heute Abend bin ich müde von all den neuen Dingen, grauer Bruder, aber komme immer wieder und erzähle mir, was es Neues gibt.« »Wirst du auch nicht vergessen, dass du ein Wolf bist? Werden die Menschen dich nicht dazu bringen, es zu vergessen?«, fragte grauer Bruder besorgt. »Niemals! Ich werde niemals vergessen, dass ich dich lieb habe und alle anderen in unserer Höhle auch. Aber ich werde auch immer daran denken, dass mich das Rudel ausgestoßen hat. Und dass man dich auch noch aus einem anderen Rudel verstoßen kann. Menschen sind nur Menschen, kleiner Bruder. Und ihre Rede ist wie das Quaken der Frösche am Teich. Wenn ich wiederkomme, dann werde ich dich im Bambus am Ende der Weide erwarten.« In den 3 Monaten nach diesem Abend verließ Mowgli kaum einmal das Dorf. Er war zu sehr damit beschäftigt, die Sitten und Gebräuche der Menschen kennenzulernen. Zunächst einmal musste er ein um den Leib geschlungenes Tuch tragen, was ihn mächtig störte. Und dann sollte er lernen, wie man mit Geld umgeht, wovon er nicht das Mindeste begriff. Und wie man pflügt, obwohl er nicht einsah, wozu das gut sein sollte. Dann machten ihn die kleinen Kinder des Dorfes sehr zornig. Zum Glück hatte das Gesetz des Dschungels ihn gelehrt, sein Temperament zu zügeln, denn im Dschungel hängen Nahrung und Leben davon ab, dass man sich beherrschen kann. Aber wenn sie sich über ihn lustig machten, weil er nicht spielen oder Drachen steigen lassen wollte oder weil er manche Wörter falsch aussprach,
Dann hielt ihn nur das Wissen, dass es unsportlich war, kleine nackte Welpen zu töten, davon ab, sie zu packen und durchzubrechen. Er hatte keine klare Vorstellung von seiner eigenen Kraft. Im Dschungel war er im Vergleich zu den Tieren schwach, das wusste er. Aber im Dorf sagten die Leute, er sei stark wie ein Bulle. Ganz sicher hatte er auch keine Vorstellung davon, was Furcht bedeutete, denn als der Priester ihm erklärte, dass der Gott im Tempel ihm böse sein würde, wenn er die Mangofrüchte des Priesters aß, holte Mowgli das Bild dieses Gottes aus der Hütte, brachte es zum Priester und sagte, er solle den Gott zornig machen, weil er, Mowgli, gern mit ihm kämpfen würde. Es war ein entsetzlicher Skandal, doch der Priester redete nicht öffentlich darüber und Messuas Mann zahlte viel gutes Silber, um den Gott zu versöhnen. Mowgli hatte auch nicht das geringste Verständnis dafür, welchen Unterschied die Zugehörigkeit zu einer Kaste zwischen Mensch und Mensch bedeutet. Als der Esel des Töpfers in der Tongrube ausrutschte, zog ihn Mowgli am Schwanz heraus und half dann, die Töpfe für ihre Reise zum Markt in Kanhiwara zu sammeln. Das war etwas ganz Unerhörtes, denn der Töpfer gehört einer niederen Kaste an und mit seinem Esel steht es noch schlimmer. Als der Priester ihn deswegen schalt, drohte Mowgli ihm an, ihn auf den Esel zu setzen. Und der Priester sagte daraufhin zu Messuas Mann, man sollte dem Jungen so bald wie möglich eine Arbeit geben. Die Wortführer des Dorfes sagten Mowgli, vom nächsten Morgen an solle er mit den Büffeln hinausgehen und sie auf der Weide hüten. Niemand konnte damit zufriedener sein als Mowgli. Und da er nun zum Arbeiter für das Dorf bestellt war, ging Mowgli am Abend zu einer Runde, die sich täglich auf einer gemauerten Plattform unter einem Feigenbaum versammelte. Es war der Dorfclub und das Dorfoberhaupt, der Wächter, der Barbier, der jeden Klatsch im Dorf kannte und der alte Budeo, der Jäger des Dorfes, der eine alte Muskete besaß, trafen sich dort und rauchten. In den höchsten Zweigen hockten die Affen und schwätzten und unter der Plattform war ein Loch, worin ihr Kobra hauste, die jeden Abend ein Schüsselchen Milch bekam, weil sie ein heiliges Tier war. Die alten Männer saßen rund um den Baum, redeten miteinander und zogen bis tief in die Nacht hinein an ihren Wasserpfeifen, den großen Mukwas. Sie erzählten wunderbare Geschichten über Götter, Menschen und Geister. Und Buldeo erzählte noch viel Wundersameres über das Leben der Tiere im Dschungel. Bis den Kindern, die außerhalb des Kreises saßen, die Augen fast aus den Köpfen quollen. Die meisten dieser Geschichten handelten von Tieren, denn der Dschungel lag ja fast vor der Tür. Hirsche und Wildschweine wühlten die Feldfrüchte aus und hin und wieder schleppte der Tiger in Sichtweite des Dorfeingangs einen Menschen in der Dämmerung davon. Mowgli, der natürlich einiges von dem verstand, wovon da erzählt wurde, musste das Gesicht hinter den Händen verstecken, um sein Lachen zu verbergen, während Buldeo die Muskete quer auf den Knien aus einer wundersamen Geschichte in die andere geriet und Moglis Schultern zuckten. Buldeo hatte erklärt, bei dem Tiger, der Messuas Sohn verschleppt hatte, habe es sich um einen Geistertiger gehandelt und sein Körper werde von einem alten, geizigen Pfandleiher bewohnt, der vor ein paar Jahren gestorben sei. »Ich weiß genau, dass es wahr ist«, sagte Buldeo. »Denn Purun Das hat immer gehinkt seit dem Überfall, bei dem seine Kassenbücher verbrannt sind. Und der Tiger, von dem ich rede, der hinkt auch, denn seine Fährte ist ungleichmäßig.« »Richtig, das muss die Wahrheit sein«, sagten die Graubärte und nickten einander zu. »Sind alle deine Geschichten solche Hirngespinste?«, fragte Mowgli. »Dieser Tiger hinkt, weil er schon lahm geboren wurde und das weiß jeder. Und von der Seele eines Pfandleihers in einem Dschungeltier zu reden, das noch nie so viel Mut hatte wie ein Schakal, das ist Kinderkram.« Einen Augenblick lang war Buldeo vor Überraschung sprachlos und das Dorfoberhaupt starrte den Jungen an. »Oh, das ist doch diese Dschungelbrut, nicht wahr?« sagte Buldeo. »Wenn du so klug bist, dann kannst du vielleicht auch das Fell dieses Tigers nach Kanhiwara holen. Die Regierung hat nämlich 100 Rupien für ihn ausgesetzt. Aber noch besser wäre es, wenn du den Mund hieltest, wenn Erwachsene reden.« Mowgli stand auf, um zu gehen.
Den ganzen Abend habe ich hier gelegen und zugehört, rief er über die Schulter zurück. Und abgesehen von ein oder zwei Dingen hat Buldeo kein wahres Wort über den Dschungel gesagt, der doch gleich vor seiner Tür liegt. Wie soll ich dann glauben, was er von Geistern und Göttern und Kobolden erzählt, die er gesehen haben will? Es wird höchste Zeit, dass dieser Junge zum Hüten auf die Weide geht, sagte der Dorfälteste, während Buldeo heftig rauchte und dabei über die Unverschämtheit Moglis schimpfte. In den meisten indischen Dörfern ist es üblich, dass ein paar Jungen die Rinder und Büffel am frühen Morgen zum Grasen auf die Weide treiben und sie am Abend zurückbringen. Und dieselben Rinder, die einem weißen Mann zu Tode trampeln würden, lassen zu, dass diese Kinder, die ihnen kaum bis an die Nase reichen, sie anschreien und mit Stöcken treiben. Solange die Jungen bei den Tieren bleiben, sind sie in Sicherheit, denn nicht einmal ein Tiger wird eine Rinderherde angreifen. Wenn sie aber umherstreunen, um Blumen zu pflücken oder Eidechsen zu jagen, werden sie manchmal entführt. Im Morgengrauen saß Mowgli auf dem Rücken des großen Bullen Rama und ritt mit ihm über die Dorfstraße. Und die schieferblauen Büffel mit ihren langen, rückwärts geschwungenen Hörnern und den wilden Augen kamen einer nach dem anderen aus ihren Kuhställen und schlossen sich an. Mowgli machte den Kindern, die dabei waren, ein für allemal klar, dass er hier der Herr war. Er schlug die Büffel mit einem langen Bambusrohr und er beauftragte Kamir, einen der Jungen, die Kühe allein zu hüten, während er selbst mit den Büffeln weiterziehen wollte. Und Kamir müsse sehr genau darauf achten, dass er sich nicht zu weit von der Herde entfernte. Eine indische Weide ist meistens von Steinen, Buschwerk und Grasbüschen übersät und von kleinen Schluchten durchzogen, zwischen denen sich die Tiere verteilen und bald nicht mehr zu sehen sind. Die Büffel halten sich vor allem an die Tümpel und an sumpfige Stellen, wo sie wiederkäuend liegen oder sich stundenlang im Schlamm wälzen. Mowgli trieb sie weiter bis zum Rande der Ebene, wo der Waiganga aus dem Dschungel trat. Dort ließ er sich von Ramas Rücken gleiten, lief weiter zu einem Bambusgestrüpp und fand dort den grauen Bruder vor. »Endlich«, sagte Grauer Bruder, »seit vielen Tagen habe ich hier schon gewartet. Und was soll das mit dieser Rinderhüterei bedeuten?« »Das ist ein Befehl«, sagte Mowgli. »Für einige Zeit bin ich jetzt Dorfhirte. Gibt es Neues von Shere Khan?« »Er ist wiedergekommen und hat hier lange auf dich gewartet. Jetzt ist er wieder fort, denn das Wild ist knapp. Aber töten will er dich immer noch.« »Sehr gut«, sagte Mowgli. »Solange er fort ist, kannst du dich hier auf diesen Felsen setzen oder einer der vier Brüder, damit ich euch gleich sehe, wenn ich aus dem Dorf komme. Wenn er wieder zurück ist, dann wartet in der Schlucht am Dagbaum mitten auf der Ebene auf mich. Wir müssen Shere Khan ja nicht gleich in den Rachen laufen.« Dann suchte sich Mowgli einen schattigen Platz, legte sich nieder und schlief, während die Büffel rund um ihn grasten. Das Hüten ist in Indien eine der faulsten Arbeiten. Die Tiere fressen, kauen, legen sich nieder, gehen ein kleines Stück weiter und muhen noch nicht einmal. Und die Büffel sagen kaum etwas. Sie legen sich nur in den Schlamm, arbeiten sich so tief hinein, dass nur noch ihre Nasen und die porzellanblauen Augen daraus hervorragen. Und dann liegen sie da wie Baumstämme. Die Felsen scheinen in der Hitze zu tanzen. Hoch über sich hören die Hürdenjungen einen einzigen Vogel rufen, niemals mehr, und sie wissen, wenn sie sterben sollten, oder auch eine der Kühe, dann wird der Vogel sich aus der Höhe herabfallen lassen und der Nächste, meilenweit entfernt, wird ihn fallen sehen und ihm folgen, genau wie der Nächste und der Übernächste. Und ehe das Tier noch richtig tot ist, wird eine ganze Schar hungriger Vögel aus dem Nirgendwo aufgetaucht sein. Und die Hirtenjungen schlafen und wachen und schlafen wieder. Sie flechten kleine Körbe aus trockenen Halmen und legen Grashüpfer hinein. Oder sie fangen zwei Gottesanbeterinnen und lassen sie miteinander kämpfen. Oder sie fügen rote und schwarze Dschungelnüsse zu einer Halskette zusammen. Oder sehen eine Eidechse zu, die sich auf einem Stein sonnt. Oder einer Schlange auf der Jagd nach einem Frosch. Dann singen sie lange,
lange Lieder mit dem seltsam zitternden Ton, der in dieser Gegend üblich ist. Und ihr Tag scheint länger zu sein als das ganze Leben der meisten Menschen. Vielleicht bauen sie auch eine Schlammburg mit Schlammfiguren, Menschen, Pferden und Büffeln. Und sie tun so, als wären sie Könige und die Schlammfiguren ihre Armeen. Oder als wären sie Götter, denen Anbetung zusteht. Dann kommt der Abend. Die Kinder rufen und die Büffel heben sich mit einem Geräusch, das wie ein Gewehrschuss klingt, aus dem trocken gewordenen Schlamm und trotten nacheinander, wie auf eine Schnur gezogen, über die graue Ebene auf die flimmernden Lichter des Dorfes zu. Tag um Tag führte Mowgli die Büffel zu ihren Schlammsohlen und Tag für Tag sah er des grauen Bruders Rücken 1,5 Meilen entfernt und so wusste er, dass Shere Khan noch nicht zurückgekommen war. Tag für Tag lag er im Gras, lauschte auf die Geräusche ringsum und träumte von den vergangenen Tagen im Dschungel. Hätte Shere Khan mit seiner lahmen Pfote im Dschungel am Wanganga auch nur einen falschen Schritt getan, so hätte Mowgli das an diesen langen, stillen Morgen gehört. Endlich kam der Tag, an dem der graue Bruder nicht am verabredeten Platz saß. Und Mowgli lachte und trieb die Büffel zur Schlucht am Dagbaum, der ganz von goldroten Blüten übersät war. Dort saß grauer Bruder und jedes Haar seines Nackenfells war gesträubt. Er hat sich einen Monat versteckt, um deine Wachsamkeit einzuschläfern. Gestern Abend ist er über die Hügel gekommen und verfolgt gemeinsam mit Tabaki deine Fährte, sagte der Wolf keuchend. Mowgli runzelte die Stirn. Shere Khan fürchte ich nicht, sagte er. Aber Tabaki ist sehr listig. Keine Angst, sagte grauer Bruder und leckte sich die Lippen. In der Morgendämmerung bin ich Tabaki begegnet. Jetzt kann er alles, was er weiß, den Vögeln erzählen. Aber zuerst hat er mir alles erzählt, bevor ich ihm das Rückgrat gebrochen habe. Shere Khan will dir heute Abend am Dorfeingang auflauern. Nur dir, keinem anderen. Jetzt liegt er noch in der trockenen Schlucht am Wanganga. Hat er heute gefressen oder jagt er mit leerem Magen? Fragte Mowgli, denn die Antwort könnte für ihn über Leben oder Tod entscheiden. In der Dämmerung hat er ein Schwein gerissen und getrunken hat er auch. Du erinnerst dich doch, fasten konnte Shere Khan noch nie, auch nicht, wenn es um seine Rache an dir geht. Was ist er doch für ein Narr? Wie ein Welpe von einem Welpen. Er hat gegessen und getrunken und nun glaubt er, dass ich auf ihn warten werde, bis er ausgeschlafen hat. Aber wo liegt er jetzt wohl? Wenn wir nur 10 wären, dann könnten wir schon mit ihm fertig werden. Diese Büffel werden nichts unternehmen, solange sie ihn nicht wittern und ich spreche ihre Sprache nicht. Können wir vielleicht seiner Spur folgen, damit sie ihn riechen? Er ist weit den Wanganga hinabgeschwommen, um den Geruch loszuwerden, sagte grauer Bruder. Das hat ihm bestimmt Tabaki geraten. Allein wäre er nie auf einen solchen Gedanken gekommen. Mowgli stand mit dem Finger am Mund da und dachte nach. Die große Schlucht am Wanganga. Sie öffnet sich kaum 1/2 Meile von hier zur Ebene. Ich könnte die Herde von hier aus durch den Dschungel zum Kopfende der Schlucht führen und von oben her angreifen. Aber dann würde er unten entwischen. Wir müssen den Ausgang versperren. Grauer Bruder, kannst du für mich die Herde in 2 Teile teilen? Ich vielleicht nicht, aber ich habe einen klugen Helfer mitgebracht. Grauer Bruder trottete davon und verschwand in einer Vertiefung. Daraus erhob sich gleich darauf ein großer grauer Kopf, den Mowgli gut kannte. Und die Luft war voll vom verzweifelsten Schrei des ganzen Dschungels, dem Jagdruf eines Wolfes um die Mittagszeit. Akela, Akela, rief Mowgli aus und klatschte in die Hände. Ich hätte wissen müssen, dass du mich nicht vergisst. Wir haben eine große Arbeit vor uns, Akela. Teile die Herde in 2 Hälften, lass Kühe und Kälber beisammen und Bullen und Jungbüffel für sich. Die beiden Wölfe liefen los, drängten sich zwischen die Tiere, die schnaubend die Köpfe aufwarfen und teilten die Herde in 2 Gruppen. In der einen standen die Kühe mit den Kälbern in der Mitte, starrten feindselig und muten, bereit, einen Wolf anzugreifen und niederzutrampeln,
wenn der auch nur einen Augenblick lang stehen blieb. In der anderen standen die Bullen und Jungbullen schnaubend und mit den Beinen den Boden trommelnd. Sie waren zwar viel eindrucksvoller anzusehen, doch weit weniger gefährlich, weil sie keine Kälber zu schützen hatten. Selbst 6 Männer hätten die Herde nicht so säuberlich teilen können. »Was für eine Ordnung«, keuchte Akela. »Sie wollen wieder zusammenlaufen.« Mowgli sprang auf Ramas Rücken. »Treibt die Bullen nach links, Akela. Grauer Bruder, wenn wir fort sind, halte die Kühe zusammen und treibe sie an das untere Ende der Schlucht.« »Wie weit?« fragte Grauer Bruder hechelnd. »Bis die Seiten höher sind, als Shirkan springen kann«, rief Mowgli. »Und da wartest du mit ihnen, bis wir kommen.« Die Bullen rannten los, als Akela sie antrieb, und Grauer Bruder stellte sich vor die Kühe. Sie griffen ihn an, und er rannte dicht vor ihnen her bis zum Fuß der Schlucht, während Akela die Bullen weit nach links führte. »Gut gemacht, Akela, greif sie noch einmal an, dann sind sie an der richtigen Stelle. Vorsichtig jetzt, Akela, 1 Biss zu viel und die Bullen werden wild. Ja, das ist eine wildere Arbeit, als einen Dachs zu verfolgen. Hast du gedacht, dass diese Riesen sich so schnell bewegen können, Akela?« rief Mowgli. »Zu meiner Zeit habe ich sie auch schon gejagt«, keuchte Akela mitten im Staub. »Soll ich sie in den Dschungel abdrehen lassen?« »Ja, das ist gut. Schnell. Rama wird verrückt vor Zorn. Ach, wenn ich ihm doch nur sagen könnte, wie sehr ich ihn heute brauche.« Die Bullen wurden nach rechts gelockt und brachen in das Dickicht ein. Die anderen Hütejungen sahen eine halbe Meile entfernt dem Geschehen zu und rannten zum Dorf zurück, so schnell ihre Beine sie trugen. Laut schrien sie, die Bullen seien wahnsinnig geworden und davongelaufen. Aber Moglis Plan war ganz einfach. Er wollte in einem weiten Kreis den oberen Eingang zur Schlucht erreichen und die Bullen dann abwärts führen, um Shirkan zwischen den Bullen und den Kühen einzuschließen. Er wusste genau, dass der Tiger nach einer reichlichen Mahlzeit und nachdem er sich vollgetrunken hatte, nicht kämpfen und auch nicht die Seitenwände der Schlucht erklimmen konnte. Mowgli sprach jetzt beruhigend auf die Büffel ein, und Akela war weit zurückgeblieben und winselte nur hin und wieder, um die Nachzügler zur Eile anzutreiben. Sie beschrieben einen sehr weiten Kreis, denn sie sollten der Schlucht nicht zu nahe kommen und Shirkan dadurch warnen. Endlich versammelte Mowgli die Herde dicht vor der Schlucht auf einem grasbewachsenen Fleck, der sich steil zur eigentlichen Schlucht senkte. Man konnte von dieser Höhe über die Baumwipfel hinweg die Ebene sehen, aber Mowgli schaute vor allem die Seitenwände der Schlucht an und stellte zufrieden fest, dass sie fast senkrecht waren und dass die Ranken und Schlingpflanzen, die an ihnen hinunterhingen, dem Tiger keinen Halt bieten konnten, falls er entfliehen wollte. »Lass sie zu Atem kommen, Akela«, sagte er. »Sie haben ihn noch nicht gewittert«, sagte er und hob die Hand. »Ich muss Shirkan auch erst noch sagen, wer hier kommt. Wir haben ihn in der Falle.« Er legte die Hände um den Mund und rief in die Schlucht hinunter. Es klang fast so, als riefe er in einen Tunnel hinein. Das Echo sprang von Fels zu Fels. Nach einiger Zeit tönte die knurrende, verschlafene Stimme eines satten Tigers zurück, der gerade aufgewacht war. »Wer ruft da?« fragte Shirkan und ein herrlicher Pfau flatterte kreischend aus der Schlucht auf. »Ich bin es, Mowgli, du Rinderdieb, es ist Zeit für den Ratsfelsen. Hinunter jetzt, jage sie hinunter, Akela, los, abwärts, Rama!« Die Herde zögerte einen Augenblick am Rande des Abhangs, aber Akela stieß seinen lautesten Jagdruf aus und einer nach dem anderen jagten die Büffel hinab wie Boote über einem Wasserfall. Sand und Steine wirbelten unter ihnen auf. Als sie erst losgelaufen waren, gab es kein Halten mehr und ehe sie noch auf dem Grunde der Schlucht angekommen waren, witterte Rama Shirkan und brüllte laut auf. »Hahaha«, lachte Mowgli auf seinem Rücken, »jetzt weißt du's!« Und der Strom aus schwarzen Hörnern, schäumenden Mäulern und weit aufgerissenen Augen wirbelte in die Schlucht hinab, wie Steine bei einem Hochwasser mitgerissen werden. Die schwächeren Büffel wurden gegen die Schluchtwände gedrängt und zerfetzten die Schlingpflanzen.
Sie wussten, welche Arbeit vor ihnen lag. Der schreckliche Angriff einer Büffelherde, der zu widerstehen kein Tiger auch nur hoffen kann. Shere Khan hörte die donnernden Hufe, rappelte sich auf und humpelte die Schlucht hinab, schaute von einer Seite zur anderen und suchte eine Fluchtmöglichkeit, doch die Wände waren fast senkrecht und er fand keinen Halt an ihnen. Schwer von seiner Mahlzeit und vom reichlichen Trinken musste er weiterlaufen, denn ihm war durchaus nicht nach einem Kampf zumute. Die Herde platschte durch den Tümpel, den Shere Khan gerade verlassen hatte. Ihr Gebrüll wurde durch das Echo verstärkt. Mowgli hörte, dass ein anderes Brüllen vom Ende der Schlucht her antwortete. Er sah, dass Shere Khan sich umwandte. Der Tiger wusste, wenn es zum Schlimmsten kam, war es immer noch besser, den Bullen entgegenzutreten als den Kühen mit ihren Kälbern. Dann strauchelte Rama, lief weiter über etwas Weiches hinweg. Mit den Bullen hinter sich prallte er in vollem Lauf mit der anderen Herde zusammen. Die schwächeren Büffel wurden von der Wucht des Zusammenpralls von den Beinen gerissen. Beide Herden wurden auf die Ebene hinausgedrängt. Sie stampften und schnaubten. Mowgli passte den richtigen Augenblick ab, rutschte von Ramas Rücken und schlug mit seinem Stock nach allen Seiten um sich. »Schnell, Akela! Bring sie auseinander, sonst bekämpfen sie sich gegenseitig. Treib sie weg, Akela!« »Hey, Rama! Hey, 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 meine Kinder! Langsam jetzt, langsam! Alles ist vorbei!« Akela und Grauer Bruder rannten hin und her, schnappten nach Büffelbeinen und obgleich die Herde einmal umkehrte, um die Schlucht wieder aufwärts zu laufen, gelang es Mowgli, Rama zu wenden und die anderen folgten ihm zu den Schlammsuhlen. Shere Khan brauchte keine Tritte mehr. Er war tot und die Aasvögel sammelten sich schon über ihn. »Brüder, das war der Tod eines Hundes«, sagte Mowgli und tastete nach dem Messer, das er immer in einer Scheide um den Hals trug, seitdem er bei den Menschen wohnte. »Aber er hätte sich sowieso niemals einem guten Kampf gestellt. Sein Fell wird auf dem Ratsfelsen gut aussehen. Wir müssen gleich an die Arbeit gehen.« Einem unter Menschen aufgewachsenen Jungen wäre es niemals in den Sinn gekommen, einem fast 3 Meter langen Tiger allein das Fell abzuziehen. Aber Mowgli wusste besser als jeder andere, wie ein Tierfell beschaffen ist und wie man es abnehmen kann. Doch es war eine schwere Arbeit und Mowgli hieb und schnitt und keuchte eine ganze Stunde lang, während die Wölfe die Zungen hängen ließen und dazukamen, um zu zerren, wenn er es ihnen befahl. Plötzlich legte sich ihm eine Hand auf die Schulter und als er aufblickte, sah er Buldeo mit der Muskete. Die Kinder hatten im Dorf von den Büffeln erzählt und Buldeo war voller Zorn losgezogen und war froh über die Gelegenheit, Mowgli zu tadeln, weil er sich nicht richtig um die Herde gekümmert hatte. Die Wölfe verschwanden aus dem Blickfeld, sobald sie den Mann kommen sahen. »Was soll dieser Unsinn?« schimpfte der Mann heftig. »Denkst du vielleicht, du könntest einem Tiger allein das Fell abziehen? Wo haben die Büffel ihn getötet?« »Es ist der lahme Tiger und auf seinen Kopf sind 100 Rupien ausgesetzt. Also gut, wir werden deinen Fehler übersehen und vielleicht gebe ich dir auch 1 Rupie von der Belohnung, wenn ich das Fell nach Kinhiwara gebracht habe.« Er suchte in seinem Lendentuch nach Stahl und Feuerstellen und bückte sich, um Shere Khan die Barthaare abzusengen. Die meisten Jäger aus dieser Gegend tun das, um zu verhindern, dass der Geist des getöteten Tieres sie weiterhin verfolgt. Sagte Mowgli halb bei sich selbst und zog das Fell von einer Vorderpranke ab. »Du willst also das Fell nach Kinhiwara bringen und die Belohnung abholen und vielleicht willst du mir davon sogar 1 Rupie geben?« »Ich meine aber, dass ich das Fell für meine Zwecke brauche. Hey, alter Mann, nimm das Feuer da weg!« »Wie redest du denn mit dem obersten Jäger des Dorfes? Dein Glück und die Dummheit der Büffel haben dir geholfen, diesen Tiger zu töten.« Der Tiger hatte gerade gefressen, sonst wäre er in dieser Zeit 20 Meilen weit gelaufen. »Dabei kannst du ihn noch nicht einmal richtig häuten, du kleine Bettlerbrut. Und ausgerechnet du willst mir sagen, dass ich ihm den Bart nicht absengen soll. Mowgli, ich werde dir gar nichts von der Belohnung geben, sondern dafür lieber 1 Tracht Prügel. Lass diesen Tiger in Ruhe.« »Bei dem Bullen, für den ich gekauft wurde,
sagte Mowgli, der versuchte, das Fell über die Schulter zu ziehen. »Muss ich denn den ganzen Mittag mit einem alten Affen schwatzen? Höre, Akela, der Mann ärgert mich!« Buldeo, der sich noch immer über Moglis Schulter beugte, fand sich gleich darauf im Gras wieder und ein grauer Wolf stand über ihm, während Mowgli den Tiger häutete, als wäre er ganz allein in Indien. Um Buldeo Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wäre er 10 Jahre jünger gewesen, so hätte er versucht, es mit Akela aufzunehmen, wenn er ihm in den Wäldern begegnet wäre. Aber ein Wolf, der den Befehlen dieses Jungen gehorchte, der eine Privatfehde mit einem menschenfressenden Tiger ausgetragen hatte, war kein gewöhnliches Tier. Es ist Zauberei, Magie von der übelsten Sorte, dachte Buldeo. Und er fragte sich, ob das Amulett, das er um den Hals trug, ihn schützen würde. Er lag so still wie möglich und fürchtete, Mowgli werde sich auch gleich in einen Tiger verwandeln. »Maharaj, großer König«, flüsterte er endlich heiser. »Ja«, sagte Mowgli, ohne den Kopf zu wenden und kicherte ein wenig. »Ich bin ein alter Mann. Ich wusste nicht, dass du mehr bist als ein einfacher Hütejunge. Darf ich aufstehen und gehen, oder wird dein Diener mich in Stücke reißen?« »Geh in Frieden. Aber das nächste Mal möchte ich nicht in mein Spiel ein. Lass ihn laufen, Akela.« Buldeo humpelte zum Dorf zurück, so schnell er konnte, und schaute immer wieder über die Schulter, ob Mowgli sich nicht doch vielleicht in irgendetwas Entsetzliches verwandelte. Als er wieder im Dorf war, erzählte er eine Geschichte von Magie und Verzauberung und Hexerei, die den Priester sehr ernst werden ließ. Mowgli arbeitete weiter, doch es dämmerte schon, als er gemeinsam mit den Wölfen das große graue Fell des Tigers abgezogen hatte. »Jetzt müssen wir es verstecken und die Büffel heimbringen. Hilf mir dabei, Akela!« Die Herde sammelte sich im dämmerigen Zwielicht, und als sie in die Nähe des Dorfes kam, sah Mowgli Lichter und hörte die Schneckengehäuse im Tempel klappern und klingen. Das halbe Dorf schien ihn am Tor zu erwarten. »Das ist, weil ich Shere Khan getötet habe«, sagte er sich. Aber ein Steinhagel pfiff ihm um die Ohren und die Dorfbewohner schrien, »Zauberer, Wolfsbrut, Dschungeldämon, geh fort, geh schnell oder der Priester wird dich wieder in einen Wolf verwandeln. Schieß, Buldeo, schieß!« Die alte Muskete ging mit einem mächtigen Knall los und ein junger Bulle brüllte vor Schmerz. »Noch mehr Zauberei«, schrien die Dorfbewohner, »er kann Kugeln ablenken!« »Das war dein Bulle, Buldeo.« »Was ist denn los?«, fragte Mowgli erschrocken, während die Steine immer dichter flogen. »Deine Brüder da sind nicht viel anders als das Rudel«, sagte Akela und setzte sich in aller Ruhe. »Mir ist so ein Gedanke gekommen. Wenn die Kugeln überhaupt etwas zu bedeuten haben, dann wollen sie dich hier loswerden.« »Wolf, Wolfswelpe, geh weg von hier«, rief der Priester und schwenkte einen Zweig der heiligen Tulsi-Pflanze. »Wieder? Das letzte Mal war es, weil ich ein Mensch war. Diesmal ist es, weil ich ein Wolf bin. Gehen wir, Akela.« Eine Frau, es war Messua, lief zur Herde und rief, »Ach, mein Sohn, sie sagen, dass du ein Zauberer bist, der sich in ein wildes Tier verwandeln kann, wenn er will. Ich glaube es zwar nicht, aber geh lieber fort, sonst werden sie dich töten. Buldeo sagt, dass du ein Magier bist, aber ich weiß, dass du nur Nahtodgerecht hast.« »Komm zurück, Messua«, rief die Menge, »komm zurück, oder wir werden dich steinigen.« Mowgli lachte ein kurzes, böses Lachen, denn ein Stein hatte ihn am Mund getroffen. »Lauf zurück, Messua, das ist eine von den dummen Geschichten, die sie abends unter dem Feigenbaum erzählen. Endlich habe ich für das Leben deines Sohnes bezahlt. Lebe wohl und lauf schnell, denn ich werde die Herde schneller hineinjagen, als ihre Steine fliegen. Ein Zauberer bin ich nicht, Messua. Leb wohl.« »Und noch einmal, Akela«, rief Mowgli, »treib die Herde hinein.« Die Büffel wollten nur zu gern schnell in das Dorf. Akelas Ruf wäre gar nicht nötig gewesen. Wie ein Wirbelwind jagten sie durch das Tor, dass die Menschen nach rechts und links erschrocken auseinandersprangen. »Zählt gut mit«, rief Mowgli höhnisch, »vielleicht habe ich eines davon gestohlen. Zählt gut,
denn ich werde künftig nicht mehr euer Hirte sein. Lebt wohl, ihr Menschenkinder, und bedankt euch bei Messua dafür, dass ich nicht mit meinen Wölfen komme und euch die Straße auf und ab jage." Er wandte sich um und ging mit dem einsamen Wolf davon. Als er zu den Sternen aufblickte, fühlte er sich glücklich. "Jetzt muss ich nicht mehr in diesen Fallen schlafen, Akela. Komm, wir holen Shikans Fell und gehen. Nein, dem Dorf werden wir nichts tun, denn Messua ist gut zu mir gewesen." Als der Mond über der Ebene aufging und alles in ein milchiges Licht tauchte, sahen die entsetzten Dorfbewohner Mowgli mit zwei Wölfen an seiner Seite und einem Bündel auf dem Kopf im Wolfstrab, der die langen Meilen wie Feuer auffrisst, dem Dschungel entgegenlaufen. Dann schlugen sie die Tempelglocken und bliesen lauter als sonst in die Schneckengehäuse. Messua weinte, und Buldeo schmückte die Geschichte seiner Abenteuer im Dschungel immer weiter aus, bis er endlich behauptete, Akela habe auf den Hinterbeinen gestanden und wie ein Mensch geredet. Gerade ging der Mond unter, als Mowgli und die zwei Wölfe den Berg des Ratsfelsens erreichten. Und sie machten an Mutter Wolfs Höhle Halt. "Sie haben mich aus meinem Bruder ausgestoßen, Mutter", rief Mowgli, "aber ich komme mit dem Fell Shikans, um mein Wort zu halten." Mutter Wolf kam steifbeinig aus der Höhle, ihre Welpen hinter sich, und ihre Augen leuchteten, als sie das Fell sah. "Damals, als er Kopf und Schultern in die Höhle gezwängt hat, weil er hinter dir her war, kleiner Frosch, damals habe ich ihm gesagt, dass der Jäger einst der Gejagte sein würde. Es ist gut so." "Kleiner Bruder, das hast du gut gemacht", sagte eine tiefe Stimme im Dickicht. "Ohne dich sind wir im Dschungel einsam." Und Bagheera kam herbeigelaufen und legte sich Mowgli vor die nackten Füße. Gemeinsam stiegen sie zum Ratsfelsen hinauf und Mowgli bereitete das Fell auf dem flachen Stein aus, auf dem Akela früher immer gesessen hatte, und befestigte es mit 5 Bambusstäben. Dann rief er die alte Einladung zum Rat. "Kommt her und seht! Seht es euch genau an, ihr Wölfe!" Genau wie damals, als man Mowgli zum ersten Mal zu diesem Felsen gebracht hatte. Seitdem Akela abgesetzt war, hatte das Rudel keinen Anführer mehr. Jeder jagte und kämpfte nach Belieben, aber alle folgten dem Ruf aus alter Gewohnheit. Und einige lahmten, weil sie in Fallen geraten waren, andere hatten Schusswunden, manche waren von schlechtem Futter sehr abgemagert und viele fehlten. Aber alle, die noch übrig waren, kamen zum Ratsfelsen und sie sahen Shikans gestreiftes Fell auf dem Stein liegen und die mächtigen Pranken am Ende der leeren Vorderbeine hängen. "Seht her, ihr Wölfe, habe ich mein Wort gehalten?" sagte Mowgli, und die Wölfe heulten. "Ja", und ein sehr alter Wolf sagte, "Führe du uns wieder, Akela, führe uns, Menschenjunges, denn wir haben genug von der Gesetzlosigkeit. Wir wollen wieder das freie Volk sein." "Nein", schnurrte Bagheera, "das darf nicht sein. Wenn ihr vollgefressen seid, dann wird der Wahnsinn wieder über euch kommen. Nicht umsonst nennt man euch das freie Volk. Ihr habt um eure Freiheit gekämpft, und nun habt ihr sie. Fresst euch daran satt, wenn ihr könnt, Wölfe." "Menschenrudel und Wolfsrudel haben mich verstoßen", sagte Mowgli. "Jetzt werde ich für mich allein im Dschungel jagen." "Und wir jagen mit dir", versicherten die 4 Welpen. Und so ging Mowgli davon und jagte von diesem Tage an gemeinsam mit den 4 Welpen im Dschungel. Aber er war nicht immer allein, denn Jahre später wurde er ein Mann und heiratete. Aber das ist eine Geschichte für Erwachsene. Moglis Lied, das er auf dem Ratsfelsen sang, als er auf Shikans Fell tanzte. Dies ist Moglis Lied. Ich, Mowgli, singe. Der ganze Dschungel soll lauschen und hören, was ich getan. Shikan sagte, er wolle töten. Töten wollte er. In der Dämmerung an den Toren des Dorfes wollte er Mowgli den Frosch töten. Er aß und er trank. "Trink genug, Shikan. Denn wann wirst du noch einmal trinken? Schlafe und träum von deinem Mord." "Ich bin allein auf der Weide, grauer Bruder. Komm zu mir, einsamer Wolf, denn große Beute wartet." "Treib die
die schweren Büffel zusammen, die blaugrauen Herdenbullen mit den zornigen Augen. Treibt sie hin und her, wie ich das befehle. Schläfst du noch, Schirkan? Wach auf, Schirkan, wache auf. Hier komme ich und die Büffel folgen mir nach. Rama, der König der Büffel, stampfte mit dem Fuß. Ihr Wasser des Feinganga-Flusses sagt, wohin ist Schirkan gegangen? Er ist nicht Sahi, dass er Höhlen graben könnte. Auch nicht Moa, der Pfau, er kann nicht fliegen. Er ist auch nicht Mang, die Fledermaus, er hängt nicht in Bäumen. Ihr Bambuszweige, die ihr aneinander schlagt, sagt mir, wohin ist er gelaufen? Oh, dort ist er, ja, ja, da ist er. Unter dem Fuße Ramas liegt der Lama. Auf, Schirkan! Auf, töte! Hier ist Fleisch, brich den Bullen die Nacken. Psst, er schläft. Wir wollen ihn nicht wecken, denn seine Kraft ist groß. Die Aasvögel sind schon herniedergeschwebt, um es genau zu sehen. Die schwarzen Ameisen sind gekommen, um es zu erfahren. Es ist eine große Versammlung zu seiner Ehre. Ach, ich habe nichts, um mich zu kleiden. Die Geier werden sehen, dass ich nackt bin. Ich schäme mich, ihnen allen zu begegnen. Leihe mir dein Kleid, Schirkan, leihe mir dein lustig gestreiftes Kleid, damit ich zum Ratsfelsen gehen kann. Bei dem Bullen, durch den ich erkauft wurde, habe ich mein Gelöbnis abgelegt, ein kleines Gelöbnis nur. Nur dein Fell fehlt mir noch, damit ich Wort halten kann. Mit dem Messer, wie Menschen es brauchen, mit dem Messer beuge ich mich nieder, um mein Geschenk zu holen. Wasser des Weinganga-Flusses. Schirkan schenkt mir sein Kleid, weil er mich so sehr liebt. Zieh, grauer Bruder, zieh, Akela. Schwer ist das Fell Schirkans. Die Menschen sind zornig. Sie werfen mit Steinen und schreien wie Kinder. Mein Mund blutet, lasst uns davonlaufen. Durch die Nacht, durch die schwülwarme Nacht, lauft mit mir, meine Brüder. Wir lassen die Lichter des Dorfes zurück und laufen zum blassweißen Mond. Ihr Wasser des Weinganga, das Menschenrudel hat mich ausgestoßen. Ich habe ihnen nichts angetan, aber sie fürchteten mich. Warum? Wolfsrudel, auch du hast mich verstoßen. Der Dschungel ist mir verschlossen wie das Tor zum Dorf der Menschen. Warum? Wie Mang zwischen Tieren und Vögeln fliegt, so ich zwischen Dschungel und Dorf. Warum? Ich tanze auf Schirkans Fell. Doch mein Herz ist sehr schwer, mein Mund ist verletzt und voll Blut von den Steinen des Dorfes, doch mein Herz ist sehr leicht, denn ich kehrte zum Dschungel zurück. Warum? Zwei Dinge kämpfen in mir, wie Schlangen im Frühling streiten. Wasser entfließt meinen Augen, doch ich lache, noch ehe es zur Erde tropft. Warum? Ich bin zwei Moglis, doch das Fell Schirkans liegt unter meinen Füßen. Der ganze Dschungel weiß, dass ich Schirkan getötet habe. Schaut, schaut genau hin, ihr Wölfe. Ach, mein Herz ist schwer von Dingen, die ich nicht verstehe.